Liebe Pico-Freunde der TT-Bahn, ich habe Ihnen, wie der Wunsch an uns geäußert wurde, die einige Produktionsstufen der TT-Bär 150 aufgezeichnet. Und hier am Montageband wird jetzt die B150 in TT montiert. Ich gehe jetzt mal ein bisschen entlang gehen, damit wir so die einzelnen Arbeitsgänge sehen. Ein Fenster eingeklebt. Werden die Lüftungsgitter eingesetzt hier. Isolatoren angebracht. An mehreren Arbeitsplätzen. Da werden die Laufstege aufgebracht. Und hier nochmal Fenster eingesetzt. Und hier ist es schon ziemlich weit fertig. Auf der anderen Seite des Bandes geht es dann weiter. Wir sehen also relativ viel Arbeit. An diesen Arbeitsplätzen werden jetzt die Pantographen für die BR150 montiert. Nochmal ausgerichtet. Und auch da wird nochmal genau kontrolliert, ob nicht irgendwas an den Pantographen verletzt ist. Und das wurde dann wird hier dann auch nochmal ausgebessert. Und dann, wie gesagt, geht es zur Paarung, was wir gleich sehen werden. Und bevor die 150er eingepackt wird, wird von jeder noch mal einen Test gemacht. Insofern können wir also wirklich garantieren, dass jede Lok vor Auslieferung auch eine Prüfstrecke abgefahren hat. Wie man gerade gehört hat, sind hier ja die Soundloks im Test. Auch Langsamfahrt wird geprüft. Und es kommt natürlich immer wieder vor, dass eine Lok nicht so ganz optimal fährt. Die muss dann nochmal nachgearbeitet werden. Und nachdem alle Loks fertig sind, werden sie nochmal einer AQL-Prüfung unterzogen. Also zum Beispiel jede 50. Lok wird dann nochmal ausgepackt,
und nochmal auf der Teststrecke geprüft vom Qualitätswesen. Also wir haben hier wirklich alles getan, damit wir auch garantieren können, dass nur qualitativ hochwertige Loks, die auch gute Fahreigenschaften aufweisen, ausgeliefert werden. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Es waren nicht alle Schritte, aber doch ein guter Einblick, glaube ich, über das wunderschöne Modell der BR150. Und heute ist der 30. April. Es ist kein Aprilscherz. Die Lok ist fertig, sie ist eingepackt und sie geht nächste Woche in Container. Wir haben jetzt, wie gesagt, Ende April, das heißt, sie wird dann Mai, Juni, wird Mitte Juni im Sonneberg ankommen und dann Ende Juni an den Fachhandel ausgeliefert werden. Sie können sich jetzt bereits darauf freuen. Sie kommt, wie angekündigt. Ich wünsche Ihnen mit der 150 in TT viel Spaß. Eine schöne Zeit weiterhin in Deutschland. Ich muss noch ein bisschen hier in China bleiben, wegen der Einreisebeschränkungen in Deutschland. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal aufgehoben wird und ich dann auch mal wieder zurück nach Sonneberg kann, um dort zu schauen, wie es da in der Fertigung ausschaut. Alles Gute, weiterhin viel Spaß mit der Pico Modellbahn.